Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir, Philipp Rüegg. Mit dem Simon Balissa. Und dem Raffi Knecht. Genau, der Raffi, der tut, ist die Ferienvertretung von Luca. Luca. Einfach das, ich weiß nicht, warum der Simon dem immer Ferien gewährt. Ich weiß gar nicht, wie er sich das verdient hat. Ja, aber, das frage ich mich auch. Die ich nicht alleine mit. Vor allem, wie viele Ferien der hat. Das stimmt, das stimmt. Ich muss mal kontrollieren. Vielleicht hat er schon alle aufgebraucht. Es gibt schon überall Alarmzeichen in dem Tool, in dem ich die muss freischalten. So ist es. Der Raffi, der ist ja auch in deinem Team. Die sind ja, die sind ja ein hure Saubandi. Genau, hey. Der Raffi, du schreibst schon eben Kraut und Rübli, aber hast ja vor allem früher auch viel über PC und so Hardware geschwätzt. Richtig. Beides. Ist doch das sehr gut. Du schreibst ja vor allem noch viel über Heimautomatisierung. Ist eigentlich das Zeug bei dir auch wirklich noch im Betrieb? Oder räumst du gerade noch jeden Test? Also früher, als ich noch in der alten Wohnung gewohnt habe, war es tatsächlich immer noch im Betrieb gewesen. Und es ist dann einfach mit jedem Test, der irgendwie dazukommt, ist ein bisschen komplizierter geworden. Weil bei diesen Smart-Home-Systemen ist immer ein das Problem, dass es auch viele verschiedene Standards gibt, genauso viele Hersteller. Praktisch jeder Hersteller, der irgendetwas neu einsteigt oder etwas Neues rausbringt, bringt dann auch noch einen lässigen neuen Standard, der zwar mit so den Hauptstandards wie irgendwie Zigbee oder Z-Wave irgendwie so kompatibel sind, aber trotzdem noch einen eigenen Standard einfach an muss. Und darum, ja, das ist eigentlich alles noch im Betrieb gewesen, aber jetzt, wo ich zügelt habe, ich natürlich alles wieder müssen abräumen und zum Teil gibt es so einfache Plug-and-Play-Sachen, das ist easy, das ziehst du einfach aus der Steckdose fertig. Aber dann gibt es auch noch da die krasseren Installationen, wo der Schalter musst abschrauben und verkabeln und so. Also eigentlich musst du sie ja von einem Experten machen lassen, aber wie es immer so schön heisst. Aber was findest du wirklich die sinnvollen Sachen? Also, was ich auf jeden Fall sinnvoll finde, ist sicher das ganze Zeug mit Heizen. Egal, ob jetzt irgendwie eine Zweitwohnung, also Ferienwohnung hast oder so. Oder auch die Heim, aber das bringt es auch hoch. Also, das sparst Geld und es ist, du kannst es eben auch kombinieren, wenn zum Beispiel, einen smarten Thermostat hast, wo du irgendwie kannst sagen, am Morgen soll er oder in der Nacht soll er anfangen aufheizen, dass du am Morgen schön warm ist, gerade im Winter, und dann ein bisschen runterfahren. Oder wenn du zwei, drei Wochen in der Ferien bist, dass du dort dann auch kannst runterfahren und dann Kosten sparst. Und das kannst du dann kombinieren mit zum Beispiel Rollladen oder Sonnenstorensteuerung. Das heisst, sobald die Sonne scheint, gehen die Rollläden rauf, dann kannst du die Heizung runterfahren oder dann wird die Wohnung durch die Sonneneinstrahlung geheizt. Aber dann geht es eben, aber das funktioniert ja eigentlich schon nur bei so ein bisschen moderneren, unserer irgendwie Bodenheizung oder zumindest Zentralheizung. Also es gibt es auch für Radiatoren, aber dort ist natürlich immer so ein es misst ja dann auch direkt beim Radiator und logisch ist es dort dann wärmer als im Rest vom Raum. Das ist so eine Voraussetzung, ja, dass eher eine modernere. Ich habe gedacht, dass Simon. Das ist das der Tado. Ja, der Tado, den habe ich da, den habe ich in der alten Wohnung installieren, aber dort sind unsere Radiatoren oder die Thermostaten sind so scheiße gewesen, oder die Radiatoren, dass es einfach dort sowieso nur eine Stufe gegeben hat. Ja, okay. Und jetzt sind wir in der neuen Wohnung, jetzt ist halt leider Sommer, aber jetzt freue ich mich dann nachher, die dürfen zu testen für nächstes Jahr, um mal herauszufinden, ob das Zeug funktioniert. Und der Tado hat dann auch so mir das mitgeliefert, dass du kannst eben den Thermostat dann nicht im Radiator ist, sondern irgendwo in einem Raum innen oder so. Mal schauen. Okay. Ja. Ich habe dort die Variante getestet mit dem Wandthermostat mit Bodenheizung. Das ist eigentlich recht easy gelaufen. Das einzige Problem war dort, dass am Anfang, dass es mein System nicht gekannt hat. Und dann hast du irgendwie beim Aufsetzen plötzlich gestanden, ja, wartet sie 3 Tage und dann kommst du Bescheid über, ob dein System kompatibel ist. Und dann ist einfach 3 Tage nichts passiert und ich habe irgendwie eine offene Steckdose gehabt oder so, einen offenen Radiator. Und dann, aber dann war es dann easy gewesen. Dann ist plötzlich die Meldung gekommen, ja, es ist kompatibel. Und dann haben sie aber gerade noch so eine geile Anleitung geschickt, genau auf mein System, auf mein vorhandenes System zugeschnitten. Ja. Also genau gewusst, welches Trötchen wo ankommt und so. Das war dann schon geil gewesen. Ich habe eben bei den Radiatoren, die wir die Hütten umgebaut haben, uns gesagt, das ist ein Scheissdreck. Irgendwie. Die Dinger halten einfach nicht lang. Die Radiatoren Aufsteckteils, oder? Ja. Kostet relativ viel, darum irgendwie die gefunden, ja, sie empfehlen das jetzt nicht. Ja, und dort,
Bei den Radiatoren brauchst du, glaube ich, im Vergleich zum Wandthermostat brauchst du, glaube ich, auch noch Batterien, die du damit wechseln musst. Ah, Logo. Und es ist auch noch so ein Scheiß mit den Aufsätzen, mit den Adapter. Der Michael Restin, der auch bei uns in der Redaktion schreibt, er hat, glaube ich, Homematic-Radiatoren, aber er hat irgendwie über 2 oder 3 Jahre lang gebraucht, bis er wirklich die passenden Radiatoren und Adapter gefunden hat. Mhm. Eben, gell, aber das ist schon eben ein totales Standard-Chaos immer noch, oder? Ja, also, ja. Ja, und es hat ja mal anfangs letztes Jahr, glaube ich, dann mal so die Initiative gekommen von Apple, Google, Amazon, da die grossen, dass es wirklich einen einheitlichen Standard gibt. Aber eben dann ist Corona gekommen und dann hat es plötzlich andere Prioritäten wieder gegeben. Und das Problem ist auch da, oder? Dann gibt es wieder verschiedene Hersteller, die dran sind am einheitlichen Standard. Und das widerspricht sich dann ja schon. Ja. Die Sache per se, oder? Ja, dann müsste wieder irgendwie so eine deutsche Industrienorm, oder? Genau. Ja, weißt du, so etwas braucht es. Ja. Das ist immer das Gleiche. Bis wir mal die EU durchgebracht haben, dass alle Handys außer Apple mit einem Micro-USB geladen werden und so. Die sind ja eigentlich schon dran, so dem Zeug. Aber solange du eben natürlich Radiatoren hast, wo schon nichts drauf passt, dann ist es mir egal. Ja. Wenn die Geräte miteinander können reden können, du kannst es aber nicht anstecken. Genau. Aber gibt es, ich meine, normalerweise machst du bei so Heimautomationsgeschichten wahrscheinlich, das ist nicht für Mietwohnungen, sondern das baust du eigentlich, wenn du eine Hütte baust und der Architekt oder der Hausbesitzer sich gerade irgendwie fancy fühlt und gerade mal. Ich nehme, das ist halt auch Zeug, wo du nicht. Also, weißt du, ich kenne viele, die jetzt Häuser gekauft haben oder irgendwie umbauen. Mein Bruder ist Architekt, macht viel so Umbauten und so. Das steht alles nicht verbaut. Weil das ist natürlich das Letzte, wo du Geld investieren willst. Weil du willst einen geilen Boden und eine geile Küche und so. Und dann ist der Kümi eh schon draussen. Dann nachher willst du nicht noch 20, 30.000 Stutz in einer Heimautomation installieren. Was eigentlich dumm ist. Weil du kannst, wie du sagst, ja eigentlich mega Geld sparen in der Long Run mit dem. Ja. Wenn du natürlich alles gesteuert hast und dir nachher irgendwie die Rollläden runtergehen im Sommer zum Kühlen oder irgendwie im Winter eben runtergehen zum Sonne reinlassen, wenn du sie unten hast und so, dann ist das längerfristig ja bare Cash. Aber ich hätte einfach genau Angst, eben, dann baust du eine neue Hütte, baust das Zeug und dann ist nach 2 Jahren irgendwie der Standard nicht mehr unterstützt. Und das kommt dazu. Genau, das ist auch der Grund, warum die wenigsten wirklich auch so gerade beim Hauskauf vielleicht noch eher, aber beim Häuserbau, beim Hausbau ist es. Also kenne ich eigentlich fast niemanden, der das fix einbauen lässt, weil eben, wenn dann wieder den Standard wechseln oder wenn jetzt da wirklich Fingers crossed jetzt so ein Standard sollte kommen, einheitlicher, dann kannst du ja auch wieder alles umrüsten oder ausreißen. Ja. Und das kostet natürlich fast noch mehr als der ursprüngliche Einbau, das ist ein Klassiker. Ja. Darum habe ich das Gefühl, darum sind auch solche Plug-and-Play-Lösungen jetzt gerade ein bisschen am Boomen, wo du wirklich nicht musst, gar nicht musst irgendwie eine Steckdose aufschrauben, was ja auch nicht irgendwie eine riesen Wissenschaft jetzt ist, aber sondern wirklich das Zeug kannst einstecken und dann mit dem Handy über eine App kontrollieren und das ist halt schon. Solche kleine Sachen dann wie irgendwie die Türleute siehst, wer kommt. Ja, genau. Oder weißt, die Steckdose, blöd gesagt, einfach nur so eine Steckdose automatisieren, wo du dann so einen Zwischenstecker hast und du kannst dein Licht über das Handy steuern oder irgendwelche Abläufe machen, dass dich am Morgen wecken soll. Habe ich vermutet. Ja, das habe ich. Das ist, glaube ich, Schweizer Maistrom. Das ist mega geil. Also, es ist wirklich, so bei diesen App-Sachen ist ja, ganz ehrlich, ich meine, ich habe ganz viele Sachen jetzt getestet im Küchenumfeld und so. Dann, weiß Gott, sogar könntest du wahrscheinlich integrieren in ein Smart Home und so. Aber die Apps sind einfach so 90% kacke, aber das Maestrum verhebt einfach huere gut. Ja. Du kommst immer direkt drauf, es funktioniert, es hat geile Features, ein bisschen scheiß UI und so, aber. Mit so Spielereien, aber es gibt so viele Optionen und es nimmt einfach immer Kontakt auf. Oder? Das ist immer so das Problem bei dem ganzen Zeug, dass einfach dann irgendwie, es findet das Gerät nicht in der Hälfte von dem. Und dann drückst du irgendetwas und es kommt ein Sanddürli und so. Und das ist so ein frustrierendes Erlebnis und das ist bei fast allen von diesen Geräten so. Aber bei dem Maestrom, da muss ich jetzt wirklich sagen, das ist ganz, ganz geil gemacht. Habe ich zu einem Fall auch am Anfang. Ich habe Maestrom Wi-Fi. Dann habe ich jetzt nicht mehr in den letzten 2 Jahren oder so, aber am Anfang habe ich es einmal irgendwie gehabt.
irgendwie mit dem Verbinden, dann drückst du wieder und dann leuchtet es weiss und passiert wieder nichts. Genau das geht aus, aber seither habe ich es wirklich nicht mehr. Seither funktioniert es. Ja. Ich habe mal so einen smarten Schalter getestet. Das war auch noch so ein kleines Ding mal vor Corona. Gerade weißt, wo du kannst über den Schalter alles steuern. Also das ersetzt dann schon so wie die App auf dem Handy. Also du brauchst dann zwar das Handy zum Aufsetzen, aber der Schalter ist, der sieht aus wie ein normaler Lichtschalter. Du kannst ihn aber irgendwie oben links drücken, unten rechts, oben rechts und so. Oder du kannst auch so, weißt du, mit einem Touchbar kannst du so das Licht dimmen. Aber du kannst zum Beispiel auch die Sonos-Anlage drüber steuern oder die Rollläden runterlassen und so. Und das ist kannst du ein kleines Script machen, oder was? Genau, so Szenen und Bereiche und so. Und das ist dann schon noch geil, wenn das alles über einen Schalter kannst steuern. Ja, und das bedingt aber natürlich, dass du einfach völlig eingerichtet bist und genau weißt, was du willst. Und ich meine, das Zeug, das setzt du ein halbes Jahr lang auf, bist nie richtig zufrieden. Oder dann, wenn es perfekt ist, dann findest du, der putzt drin, der geht irgendwie eine Lampe zusammen und musst eine neue kaufen, komplett anders ist, oder dein Sonos steigt aus und du tust irgendein anderes Gerät hin und hast wieder ein halbes Jahr. Das ist es schon, programmiert. Ja. Ja. Und das ist dann das andere große Thema, ist natürlich auch mit Sicherheit, oder? Es gibt ja auch viele so Smart Home Hersteller, die auch grosses Überwachungsmaterial bieten, also von Fenster- und Türsensoren und Bewegungsmelder bis zu Innen- und Aussenkamera. Und dort ist dann immer so die Frage, speichere ich das lokal, speichere ich es in der Cloud, wenn ja, wie und wo und wie sicher ist das? Und weißt, macht es Aufnahmen wirklich nur, wenn es irgendwie Unregelmäßigkeiten feststellt oder? Das ist immer so ein. Ja, Logo. Das ist jetzt gerade passiert in Texas. Genau. Oder so, hat irgendeine Stromfirma irgendwie die Radiatoren geschraubt, einfach damit sie mehr Kohle verdienen. Oder was? Irgendwie sie haben jetzt eine Hitzewelle und dann ist ja dort bei denen immer das ganze Stromnetzwerk überlastet, weil dann alle einfach ihre Klimaanlagen voll aufdrehen. Und dann haben sie einfach überall den Wert aufgeschraubt, also dass du das Klima lag nicht mehr auf 18 Grad, sondern irgendwie auf 20 Grad kühlt oder so. Ja. Ah, so. Okay, umgekehrt. Ja, ja, das ist schon geil. Ja, also. Und das ist dann wie so. Ja, nicht sicher geschafft, dass die neue Stromfirma dich nachher nicht die Kontrolle nimmt. Ja, gut, Kontrolle. Hey, übrigens, das Bild bei dir ist so schlecht, aber ich weiß nicht, ob das bei mir liegt. Der Raffi, der ist gestochen scharf. Ich weiß es nicht. Mir ist das Internet ein bisschen. Also, ich sehe den Simon auch nicht so. Vielleicht bist du nicht nur ich, aber ich weiß es nicht. Hey, bei mir ist wirklich. Eben, ich euch habe es schon gesagt, ich habe wirklich seit Monaten irgendwie ein Problem mit dem verdammten Netzwerk. Ich weiß es nicht. Nur immer auf dem PC. Ja, ich weiß es nicht. Also, komm, mal das Programm, habe ich noch gar nicht erzählt. Bei den News, dort schwätzen wir als erstes dann über China, wo der Handel mit Kryptowährung verbietet. Dann Marvel's Avengers, so heisst es, glaube ich, wo der IPs liegt von den Spielern. Dann Cyberpunk, wo wieder auf der PS4 drauf ist. Und Xbox Cloud Gaming, für dort hat es ein Upgrade gegeben. Dann im Big Screen kann ich noch über Mythic Quest Season 2 reden, die ich fertig geschaut habe. Und dann der Simon über seinen komischen Side-Hustle mit seiner EM-Bytes. und in der Spielecke habe ich noch Sea of Thieves Season 3 gespielt. Also komm, fangen wir an mit China. Und genau, die Woche haben sie es verkündet, eben, dass sie, also die People's Bank of China, dass sie eben die Geldhäuser und Zahlungsdienstleister, dass die nicht mehr mit Kryptowährung handeln dürfen. Oder? Und als Folge ist dann gerade mal der Bitcoin-Kurs wieder ein bisschen eingebrochen. Also ich glaube, zum Zweiten, er ist ja schon mal glaube diesen Monat, oder? Sogar bei 30'000 gewesen irgendwie. Jetzt ist es fast wieder irgendwo dort unten am Rumdümpeln. Ja, das war glaube ich dort gewesen, wo der Musk von Tesla, oder? Ja, genau, vermutlich. Gesagt hat, man kann nicht mehr mit Bitcoin zahlen. Mhm. Ja. Das ist wie der Ronaldo, der das Goal wegstellt. Ja. Ja, und der hat jetzt natürlich aber da das mit China länger gemunkelt, glaube ich, und das ist jetzt einfach so offiziell bekannt, so wie ich weiß. Und das, ja, das ist dann halt, wenn man in so eine volatile Kryptowährung investiert. Aber was, wenn es das eigene Kryptowährung? Es ist einfach irgendwie der Rede, dass sie so lange wollen, so eine digitale Währung machen. Ja? Aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz gestiegen, was da damit gemeint ist, oder? Ja, eben, also, eben, dass eine Kryptowährung ist, was gäbe es denn sonst, oder?
Ja, es gibt ja so viel, oder jetzt, wo Bitcoin so den grossen Boom erlebt, gibt es jetzt einfach jeder, der dort noch irgendwie aufspringen und auf den Zug aufspringen und hat das Gefühl, mit der eigenen Währung dann noch können das grosse Geld machen. Und das gibt dann da eben die Shitcoins, wie die heißen. Ja. Auch Altcoins kann man denen auch sagen. Das ist ein schöner Ausdruck. Ja. Oder es ist eine dünne Linie zwischen wirklich das ist brauchbarem so, ja. Zeug und irgendwelchen wirklich einfach nur noch Memes. Ja. Dogecoin und so, oder? Ach, das Zeug. Also übrigens, der Simon ist wieder in der 32-Bit-Ära angekommen für sein Video. Wieso? Jetzt bist du wieder scharf. genau, jedenfalls, was interessant wäre natürlich, als eben, wenn der Bitcoin abstürzt, gut, scheiße, wie die einen haben, interessanter vermutlich die meisten von unseren Kunden ist Grafikkartenpreise. Ja. Die sind zum Teil schon runtergekommen, bei uns sind sie natürlich noch nicht. Ich habe auch den Janik gefragt, ob bei uns da für das zuständig ist, und er sagt eben, jetzt bei uns ist sicher noch gar nichts angekommen, oder? Das Zeug verkaufen, das man dann noch hat, das man für diesen Preis gekauft hat. Aber es ist eh noch völlig unklar, ob das bei uns ankommt, wenn das ankommt. Und es könnte schon sein, aber er sagt wirklich so im Blick in die Kristallkugel. Ich kann es wirklich ganz einfach sagen, es nicht. Dass wegen dem jetzt die billiger werden, weil bei Ethereum und so wird natürlich immer noch fleissig gemeint. Und einfach so droppt es leider noch nicht. Ja gut, aber ich meine, das ist ja nicht die Grafikkarte, das ist ja nur ein Teil, dass die Grafikkarten so alte sind, oder? Ich meine, das ist jetzt wirklich so eine Kolumnation, das haben wir jetzt aber schon ein paar Mal gesagt, von Halbleiter Mangel und natürlich dem Crypto-Mining-Boom und so. Man liest aber schon regelmäßig wieder, dass es nur dass es primär an dem liegt. Ich glaube, so ganz weiss man es halt einfach nicht, oder? Nein, ich glaube nicht, dass man so ganz wirklich weiss. Nein, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das ist wirklich einfach irgendwie auch Spekulation und so. Aber dass ich meine, dass wir darunter leiden, das ist natürlich schon mal scheiße, oder? Für uns als Händler ist das so beschissen. Weil irgendwelche Dudes in China dort stockweise so Grafikkarten aufkaufen und nachher die Händler uns, unsere Zwischenhändler, die Grafikkarten durch eine Tür verkaufen und wir sind schlussendlich, weil wir haben ja nie ein Interesse daran, das an Miners zu verkaufen. Ich mag mich erinnern, wo Digitec schon mal auf eine Karte pro Person und Scalper probieren wir zu verhindern. Das ist immer, wenn die Kunden das weitergeben, die wollen zocken. Oder? Aber ich habe auch Kollegen, die ich sehe, auf irgendwie Facebook posten und dann haben sie auch irgendwie 10 oder 15, so 30, 80 oder 30, 90. Und ich denke einfach mal so. Nein, du kennst Sättig. Ja. Nein. So Lümpe. Yeah. Ja, du kannst ganze Huren Rigs kaufen. Yeah. Oder? So krass. Das Krasse ist, dass mittlerweile wahrscheinlich, wenn die Bullen irgendwie nehmen, den Verdacht schöpfen, weil irgendjemand zu viel Strom bezieht, dass er irgendwie in dem Keller unten einen Hanfanlage betreibt, hat er jetzt wahrscheinlich so eine Krypto-Mining-Geschichte. Das hat es ja letztes Jahr gegeben, oder? Ich weiß nicht, wo das ist. Ich glaube nicht in der Schweiz, aber in Frankreich oder so. Ich glaube, haben sie wirklich irgendwie so in einer Lagerhalle schon länger beobachtet und haben das Gefühl gehabt, da wird im grossen Stil irgendwie Gras abgebaut und nachher sind sie innen und dann haben sie eben so einfach eine Crypto-Mining-Farm gefunden und dann gar nicht gewusst, was machen. Du kannst eigentlich müsstest du so eine Crypto-Mining-Farm vorne hin tun, weißt du? Und so, aber einfach nur so ein bisschen Propeller, die drehen, ja, und ein paar LEDs, die leuchten und so. Und dann nachher, wenn die Bullen kommen, so, ja, nein, sorry, ja, wir sind am Crypto-Mine, alles gut, aber hinten dran, hinter der Gipswand, das ist eine verdammte Plantage. Nur so billige einfach, weißt du, so irgendwelche Huren, Grafikkarten. Ja. Die anderen, die ich jetzt davon erzählt habe, die haben es dann tatsächlich auch hops genommen, weil die haben also Crypto-Mining ist ja nicht verboten, aber was verboten war, ist, die haben einfach den Strom abgezapft vom nahegelegenen Kraftwerk. Ja, das ist natürlich klasse. Der nächste Punkt meiner Liste ist etwas Kurzes, aber ich habe schon noch drauf gefunden, und zwar das Marvel's Avengers, so ein bisschen halb gescheiterte Multiplayer-Game von Square Enix. Also das ganz gescheiterte Multiplayer-Game. Die Zahlen weiss man ja nicht, aber ein Erfolg ist es definitiv nicht gewesen. Jedenfalls dort hat es ein Update, ein Inhaltsupdate gegeben, und jetzt das verursacht einen Fehler, dass der beim... Ja, es betrifft natürlich nur die streamen, aber es zeigt einfach deine IP an. Und okay. Die Streamer ist natürlich eher heißer, oder? Wie jemand, die noch so doxt oder irgendwie geswattet, oder wenn sie irgendwie den Zuschauer irgendwie. Aber es zeigt nicht deine Gegner IP, also die IP von deinen Mitspielern, die ihr selber an, wenn du mit ihnen zusammenspielst. Nein, schon, es zeigt deine. Zeigt es den anderen Leuten an, ja. Außer die anderen streamen, dann siehst du einfach die. Ja, genau.
Sie haben aber einen Hotfix angekündigt für Mittwoch, haben aber auch gesagt, PS5, dort sollen wir es aber trotzdem lieber noch silos und Screenshots und so sharen. Ich glaube, die kommt das Update dann wohl noch nicht. Finde ich auch weird. Wie passiert denn so etwas? Weißt du? Also, habe ich jetzt noch nie gehört. Wirklich bin recht kurios. Hat einfach irgendjemand ein Flag reingelassen im Debug-Modus und so. Und dann ist das dann nachher irgendwie deployed worden. Und das ist doch ein Klassiker. Ich meine, da wird jetzt einer Huren anschießen und der wird einen riesen Einlauf vom Chef bekommen haben. Das ist die Erklärungen sind nämlich so simpel, oder? Ja, vermutlich. Genau, einfach unter Kurioses, oder falls ihr streamt, könnt ihr euch auf das achten. Dann. Ohne Scheiß, wenn jemand, der da jetzt zuhört, Marvel Avengers streamt, also die kleine Schnittmenge, bitte melden. Ja, bitte du bist melden. Ein Unicorn in the Wild. Warum? Die zwei oder drei Leute. Ja, die zwei oder drei Leute in der weltweit, die das streamen, hören sicher nicht den Podcast. Ich meine, wenn, dann Anthem, oder? Da sind wir ja bekannte Fans. Ja, ist klar, Anthem, ja, genau. Also kommt zum nächsten Clusterfuck, und zwar Cyberpunk 2077. Das gibt es wieder auf der PS4. Aber mit Vorbehalt. Und zwar, das finde ich schon noch geil. Genau, man kann es jetzt dort wieder kaufen, man findet es im Store. Aber es hat wirklich eine fette Warnung, oder? Und die heisst, dass User continue to experience performance issues with this game. Purchase for use on PS4 system is not recommended. Also sie sagen, die Leute haben immer noch Probleme mit dem Game und sie empfehlen nichts zu kaufen. Das ist schon krass. Das Game ist wieder drin, sie sagen aber, kauf es gescheiter nicht. Hey, das finde ich schon noch wild. Könntest du meinen, wenn es noch... Shit, wir haben Juni. Also das ist jetzt ein halbes Jahr lang einfach nur im Store gewesen. Und sie müssen... Also das ist schon ein crazy, Mann. Da musst du mal überlegen, wie viel Zeit die wirklich gebraucht hätten. Die hätten das Game müssen, wirklich ein Jahr hätten das müssen schieben. Aber ja. Gut, ich könnte es wieder kaufen dort. Das ist aber nicht empfohlen. Hat es jemand von euch je wieder gespielt? Ich habe sie ja gar nicht richtig fertig gespielt, weil ich gefunden habe, ich warte mal auf die Hotfixes. Ich habe recht Fun drin gehabt. Es war aber mega buggy und so. Und vor allem auch... Ja, eben so. Ich meine, es gibt nicht die Game-Breaking-Bugs habe ich nicht gross erlebt, aber einfach so ein bisschen annoying Zeug, dass irgendwie die Bullen dann halt immer spawnen und das manchmal bist du einfach durch Gegner wie nichts, wie Butter und manchmal ist es einfach überhaupt nicht gegangen und so, aber einfach unbalanced, das hat mich gestört im Game, aber wir haben das wieder mal gezockt. Ich habe es gar nicht angefangen. Oh, du hast gar nicht angefangen? Nach all dem Zeug. Ich habe es durchgezockt und ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie 40 Stunden habe ich schon investiert. Also ich habe es easy gefunden. Ich habe nicht so die Box groß. Aber hast du es nachher wieder mal gespielt jetzt? Ah, nein, weil ich habe auch gefunden, ich spiele es wieder, wenn sie mal das Inhaltsupdate bringen, dann würde ich sicher wieder spielen. Aber das ist schon mittlerweile auch nicht so sicher wie auch schon. Darum, gut, mittlerweile bin ich nicht sicher, ob die einfach wirklich gerade zum nächsten Projekt gehen. Haben Sie das Gefühl, es kommt nochmal so wirklich DLC oder so? Ja, könnte es schon mal sein, aber dann auch so ein Spiel, so ein bisschen, ein Multiplayer-Ding, haben sie ja immer gesagt. Und so. Aber gut, das kann man sagen. Ja, was wäre das nächste Projekt? Witcher 4, oder was? Ja, das Gerücht heisst das so, ja. Das neue Witcher heisst das so. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das ist wirklich, ihre Kommunikation ist so weird und so irgendwie. Nachher hast du das Video nicht gesehen, was sie selber gemacht haben, die Entwickler selber sich selber so ein bisschen hoch genommen haben, mit der Bug-Shit-Show und so. Das habe ich noch recht gelesen, aber das ist irgendwo recht normal. Das ist einfach mehr so intern, macht man das einfach oft. Genau. Tut man die Fehler zusammensuchen und dann genau. Ja, nicht das, aber ich meine, dass das nachher liegt und so. Und ja, klar. Ich meine, jetzt hört man natürlich nichts mehr. Und ich meine, das Ding ist so ein bisschen wie das letzte Grosse, was so war, war irgendwie No Man's Sky. Und dort hat ja das wunderbar funktioniert. Und es gibt x Beispiele, wo es eigentlich funktioniert. Und sie sind fast eigentlich schon dazu gezwungen, irgendetwas zu bringen und vor allem das Game irgendwie in Ordnung zu bringen. Und ich glaube schon, dass sie können... Ich meine, The Witcher ist 3, ist Jahre danach noch gespielt worden. Ja. Und das sind ja wirklich die DLCs, die sind ja legendär gewesen und so. Und am Anfang ist ja das auch nicht wirklich gut gelaufen. Es war buggy und eigentlich auch nicht, also nicht so krass jetzt wie Cyberpunk. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich einfach alles noch ein Jahr verzögert ist. Das Cyberpunk, wie hätte der
die Holiday-Season sollen rauskommen, 2021, aber sie natürlich von Investoren etc. und von den Chefverträgen oder sind, das rauszubringen. Und wenn man das einberechnet, glaube ich schon, dass dann nachher vielleicht so in einem Jahr könnte vielleicht schon mal etwas kommen, wenn sie gescheit sind. Oder sie lassen es einfach sein und finden, okay, lassen wir die Franchise sterben, was ich falsch und schade fände, aber ich kann mir schon vorstellen. Also meine Hoffnung ist es, aber ja, es ist 50-50. Du hast schon recht. Irgendwie, ich glaube, wenn sie jetzt einfach da das Zelt abbrechen, das wird die nicht vergessen. Weil jetzt sind sie ja so die Good Guys, hat man gemeint, obwohl eben, hey, man ist eine grosse Firma und die will dein Geld und fertig und alle in der Geschäftsetage haben auch fette Boni bekommen. So. Darum da muss man sich keine Illusionen machen. Aber ja, ich finde auch, also wenn es ein bisschen checken, was läuft, dann müssen sie dranbleiben. Den Shit müssen sie ausbaden und sie müssen da mal etwas wirklich ein fettes Update nachliefern. Weil klar, das ist schon so, sie könnten jetzt, sagen wir in einem Jahr, könnten einen Teaser bringen auf The Witcher und ja, vielleicht wäre es vergessen, ich bin nicht sicher. Ich habe schon das Gefühl, da hat man einen Groll. Ja, aber genau. Ja. Mal schauen. Also, die letzte News, die ich habe, betrifft Xbox Cloud Gaming und dort hat es ein Update gegeben. Bis jetzt hat die, ist immer noch der Beta, bis jetzt hat die auf Hardware basiert, auf der Xbox One, oder? Also wenn du dort ein Game gestreamt hast, dann hast du eigentlich die Xbox One Version bekommen und jetzt haben sie angefangen upgraden auf Xbox Series X. Und ich habe es mir noch schon ausprobiert, ich bin dort auch der Beta, also ich habe es am PC ausprobiert. Und du merkst es bei ein paar Games, zum Beispiel Yakuza Like a Dragon, dort ist wirklich schon, dort lädt es viel schneller, dort lädt es wirklich wie bei der Xbox so ein paar Sekunden und weil sonst meistens geht es wirklich lange, Minuten oder so, bis das Game geladen ist. Mir ist dann auch gerade wieder aufgefallen, sie haben immer noch keine richtige PC-Unterstützung, das haben sie aber auch gesagt, also du kannst nicht mit der Maus gamen, aber auch mit dem Controller, es ist einfach, ich finde es schon krass, Input-Lag ist mir viel zu gross, also ich finde es viel schlimmer als bei Stadia. Es ist wirklich, ich finde es wirklich ein starkes Lag. Optisch sieht es wegen dem immer noch nicht der Hit aus, eben im Yakuza kannst du dann auswählen, die Auflösung höhere und so. Halt eben das, was die Series X Spiele haben, oder? Zum Teil, ja. Ich finde es fast ein bisschen ernüchternd irgendwie. Also, ich meine, klar, wie gesagt, es ist Beta und du kommst halt einfach dazu, aber das ist natürlich schon ein entscheidender Unterschied, oder? Aber, hey, ich kann mir irgendwie dort dann auch sich ein höheres Tempo erwartet. Aber ja. Ja gut, aber so Zeug braucht es mega lang, bis das nachher wirklich funktioniert. Es muss ja dann auch auf jedem Internet-Abo und so funktionieren. Ja. Und dann müssen die Server reinstellen, ist ja nicht gratis. Oder? Ja, gut, wie gesagt, vielleicht liegt es bei mir. Ich habe immer ein Problem. Vielleicht ist es noch ein anderes Problem. Nein, und das ist ja Beta. Also, weißt, es ist jetzt nicht, wenn man es gerade mit Ding vergleicht von Cyberpunk, wo es gesagt haben, schau da, hey, das ist das fertige Game. Und Beta. Und du kommst gratis dazu über, also von dem her. Ja. Das ist auch, ja, ist wenn, aber nur so. beim Premium, oder? Ja, nur beim Ultimate, ja. Ultimate, oder wenn heißt der eigentlich. Genau. Die muss aber auch sagen, die haben immer ein Problem. Ich wollte gerade das Dark Alliance installieren. Das ist so ein neues von Wizard of the Coast, ein neues Action-RPG. Und irgendwie gestern war es einfach noch gar nicht drin, wo es hätte sollen. Und jetzt ist es drin, aber du kannst es nicht installieren. Es kommt einfach ein Error. Die haben ihre Apps und das auch wirklich noch nicht zum Griff. Aber ja, ich erzähle dann nächste Woche dann halt davon, wenn ich dann das doch noch spielen kann. Ich habe komplett das Ding vergessen, hier auf meine richtigen Fenster zu wechseln. Ich glaube, ich habe angefangen mit dem Big Screen. Egal. Dann wechsle ich sonst jetzt noch auf den Big Screen, wo wir am Anfang mal waren. Kommt immer davon. Ich habe nämlich eben Mythic Quest. Das hat keiner von euch geschaut, oder? Nur der Luca, glaube ich. Mythic Quest ist eben die Videogame, ein porträtiertes Game-Studio. Und hat so klassisch, wirklich so jede Person sozusagen wird dann repräsentiert. Weißt du, irgendwie so der Creative Director, der Producer, die Programmiererin und so. Und es sind, glaube ich, 7 Folgen. Auf Apple TV Plus da läuft. Ich habe es noch strug gefunden, das ist ja so ein bisschen Sitcom-mäßig, oder? So 20-30 Minuten Folgen, eher lustig. Und die ersten 4 Folgen sind eigentlich wieder genau gleich gewesen, außer dass sie ein bisschen mehr auf andere Personen fokussiert haben. Jetzt nicht immer, sie sind immer so auf die, sie wissen eine Doppelspitze von so 2 Creative Directors, oder? Der klassische und dann sie, wo eigentlich Programmiererin ist, wo jetzt auch dazugekommen ist. Und dann folgt es einfach mal irgendwie der Game-Tester oder mal am Autor und so. Was noch recht interessant ist,
Und dann aber die ersten vier Folgen genauso Standard. Aber dann plötzlich die fünfte Folge, glaube so eine Folge hat es in der letzten Staffel dann auch gegeben, geht dann einfach, bringt einfach eine Folge aus der Vergangenheit, aus den, was haben die, 70er, 60er Jahren, wo der, wo eben Geschichte schreibt vom Game und noch jung war und eben gerade angefangen hat irgendwo. Und die hat einen ganz, einen komplett anderen Stil. Also wirklich noch, wirklich, also ich finde es noch recht straub, aber sehr gut gemacht, oder? Und schlägt dann natürlich dann den Bogen zu der neuen Folge, wo dann das, was dann wieder auf das zurückverweist. Und es sind einfach mega, mega, mega spannende Geschichten. Ich finde, die letzten drei Folgen haben sie wieder völlig rausgerissen aus dem so ein witzigen Durchschnitt. Weißt, witzige Serie, Games, ja. Games interessiert die, ist super zum Schauen, aber dann die sind dann auch wirklich so ein bisschen tragisch so eigentlich auch noch gsi, so ein bisschen ernster, so ein bisschen Drama, wirklich, wirklich gut. Das hat mich ja wirklich mit dem, die letzten drei Folgen wirklich einfach eine besser als die anderen. Wirklich sehr gut gewesen, hat mich wirklich überrascht. Das ist auf Apple? Ja, oh. Apple TV Plus. Also ich find's, okay. Eben, was ich dafür immer noch ein bisschen störend finde, sie bringen immer so die Zwischenschnitte sozusagen, bringen sich in Game-Szenen. Und es ist ja auch Ubisoft, ist ja auch so ein Mitsponsor. Ah, okay. Hey, im Fall aber hin zum Kunst zeigen sie dort. Eines zeigen sie ihm in der Serie, stellt das neue, seine neue Erweiterung vor und das ist einfach der Assassin's Creed Valhalla-Trailer. Okay. Und dann in der Zwischensequenz kommt manchmal Elder Scrolls, Horizon Zero Dawn, dann wieder Assassin's Creed. Das passt auch optisch überhaupt nicht zusammen. Ich finde irgendwie so. Ach, die Werbung. Ja, ich check einfach nicht. Ich meine, jeder, der irgendwie Augen hat, der sieht doch, dass das dass völlig andere Sachen sind. Das eine ist mit Robotern, Dinosaurier, noch kommt ein Drache. Egal. Und es sollte alles gleiche Game sein, oder was? Ja, ja. Also man weiß, es kommt halt einfach als Zwischenschnitt. Aber ich meine, es sollte ja zeigen, wie die an dem Projekt arbeiten, oder? Ja, oder ich meine, es ist ja ein MMO, das sie haben. Und dann nimmst du schon an, dass das Gameplay sollte das Game repräsentieren. Ja. Aber das ist ganz ehrlich irgendwie dann einfach schlecht gemacht. Also weißt du, schlecht. Weil du könntest ja dort wirklich einfach ein paar CGI-Artists anstellen und sagen, das ist das Game, programmieren. Und dann, wenn du noch weiter willst, dann könntest du sogar sagen, hey, ja, ich könnte das Game sogar gamen. Das wäre natürlich, das klar. Ist zu aufwendig, das ist klar. Aber weißt du, so bei Her, dem Film zum Beispiel, dort haben sie, weißt du, die Game auch immer so ein Game und so, was dort macht. Das ist ja vom O'Reilly, der auch Everything gemacht hat und so. Und das ist also sehr, sehr überlegt, ja, dann in den Film einbauen und so. Und ich meine, stell dir vor, dort werden einfach irgendwie, das ist so fast schon Immersion-Breaking, so. Das ist so fast wie, das macht doch dieses Erlebnis. Weil für wer ist die Serie, Mann? Die Serie ist für Gamer. Eben, Gamer, du schauen das sofort, oder? Ja, ja. Ich meine, was soll das? Das verstehe ich nicht. Weißt du, ich verstehe, dass sie nicht etwas gemacht haben, weil wenn du denn das, du musst es dann ja genau grafisch auf dem Niveau anbringen, wo ein AAA-Game wäre. Das heisst, das wäre sehr teuer. Dann fände ich es okay, wenn sie etwas Bestehendes nehmen. Aber dann nehmen sie etwas Kohärenz. Ja. Das heißt einfach, wenn ich irgendwie, eben früher haben sie wenigstens noch so ein Fantasy-Setting eingehalten, aber wirklich jetzt mit dem Horizon noch, wirklich das. Hey, ich weiß auch nicht. Also mir fällt es einfach extrem auf, aber ja, es ist dann auch lustig zu überlegen. Ich glaube, das ist Heroes of Might and Magic, das ist Elder Scrolls. Also vielleicht ist es halt einfach vielleicht ist es einfach ein Feature oder Bug und so. Oder sie wollen sie so als ganz, ganz trauriges, ganz trauriges Easter Egg einbauen oder Stilmittel, aber wirklich ganz traurig. Ja. Nicht lustig, oder? Nicht so nicht lustig, dass es schon wieder lustig ist, weißt du? Genau. Ah, oder ja, oder nein, aber schon wieder nicht lustig. Ja. Also komm, jetzt Simon, ich wollte von deinem Side-Hustle wissen. Da. Oh ja, die E-Mails, die ich da auf Instagram gesehen habe, ich immer, dass man da kann go Match schauen kann bei dir. Bei ja, man hat können. Wir haben eine Woche, also wir haben eigentlich, also ich fange jetzt bei Pontius und Pilatus an, wir haben die Chance gehabt, so ein kleines Häuschen an der Limig zu mieten, gerade bei der Hardbrook zu und so, und die eine Woche lang können eine kleine EM-Bands betreiben, die wir einfach für Freunde gemacht haben, das ist auf Einladung und du hast dann halt irgendwie so Pauschale gezahlt, hast können gratis trinken und wir haben etwas gekocht und so und hast dann können go Fußball schauen. Es ist kein Side-Hustle, wir sind tatsächlich wirklich, nein, wir sind im Fall, wir rennen noch den letzten 1000 Stutz hinten an und dann sollte es irgendwann aufgehen und sonst müssen wir dann drauf zahlen. Wir haben natürlich schon immer gratis gegessen und getrunken. Also ich komme raus, auch wenn ich 200 Stutz muss zahlen, aber 5 Kilo schwerer kommst du raus. 5 Kilo schwerer, ja, vor allem Bier und so. Aber auf jeden Fall haben wir natürlich für das ein Gerät gebraucht und dann habe ich natürlich meine Connections. Spieler lang gesagt, lass jetzt, gibt es etwas, was man könnte testen, gerade für die Bytes? Das wäre sicher noch ein lustiger Artikel. Nächste Woche wird der rauskommen.
pünktlich auf KU-Phase und dann habe ich bei Samsung hat mir dann so einen Terrace organisiert, was der ist so ein Fernseher, der extra für draußen ist, also der ist wassergeschützt. Der hat keinen Knopf oder nur einen unten und ist in so einem sehr, sehr schlichten Rahmen. Also Samsung hat das schon irgendwie gecheckt, dass es einen Markt gibt für Leute, die sich nicht einfach einen Fernseher auf einem exorbitanten Ständer irgendwie neben die Wohnung stellen, sondern etwas Dezentes, wo man aber dann trotzdem kann, schauen kann. Und das ist ja mit dem Frame und so, haben sie das schon bewiesen. Und der Terrace ist jetzt die logische Schlussfolgerung von dem. Kostet ein Gewehr, also ich habe irgendwie den 55 Zoll jetzt, das ist der kleinste, der kostet glaube ich über 4'000 Stutz, können testen. Ich habe ein Modell aus Korea bekommen, ohne Fernbedienung und Kabel, bis ich die Fernbedienung mal hatte, hat es auch wieder eine Woche gedauert. Wir haben dann also zwei Tage vor Beginn der Europameisterschaft haben wir dann den Fernseher endlich können in Betrieb nehmen. Also es war eine kleine Odyssee gewesen, hat sich aber enorm bewährt. Was Ding, also das eine ist, er ist natürlich mal verschifft worden im Gewitter dort drin. Also schon unentdeckt gehabt, dann völlig ohne. Der ist freistehend auf einem Ständer, weil wir haben ihn nicht mehr reingenommen in das Häuschen, damit er nicht gestohlen wird, oder? Ja. Aber der, wo er draußen war, ist er nicht nur irgendwie unter einem Vordach oder so, sondern Schiff? Nein, sondern ziemlich, also ein kleines Vordach, aber eigentlich voll im Schiff und so. Okay. Und ich habe dann gefunden, das testen wir jetzt gerade. Ja. Hinten hast du für deine Anschlüsse natürlich dann so eine Klappe, die mit Gummidichtungen abgedichtet ist. Und jeden Anschluss musst du mit Gummidichtungen abdichten. Das haben wir nicht gemacht, weil wir ja den immer ausgesteckt haben und eingesteckt haben. Ich habe dann dort einfach mit Duct Tape das alles zugeklebt. Also es ist alles ein bisschen Redneck Engineering bei uns. Aber wie ist denn vom Spiegeln und so? Zu dem komme ich dann gerade. Auf jeden Fall, ich komme gerade zu dem. Weil das war ja die andere Idee. Aber wetterdicht ist er, also er hat wirklich verhebt. Und das ist natürlich auch geil, weißt du, wenn dann die Leute dort sind und sagen, hey, wollen wir nicht den Fernseher? Ich sage, nein, das geht. Und wenn es nicht geht, dann haben wir zwar keinen Fernseher mehr, aber ich kann in meinem Testbericht schreiben, du, der Terrace ist gar nicht mal so Terrace. So. Aber die hätten sicher Freude gehabt, die Leute, die dort waren. Ja, ja, das ist super lustig. Beim ersten Tropfen steigt er aus. Das ist gut geschwitzt, ne? Das wirklich funktioniert. Ja, tatsächlich. Und ich habe noch Zaunpaar noch dazu bekommen, die hat nicht richtig, die ist auch wasserdicht. Es hat auch alles funktioniert. Und ich sage, nein, das geht, das ist kein Problem. Und am nächsten Tag bin ich denen am Kochen gewesen und die Jungs haben den Fernseher rausgenommen und eingestellt und dann nachher, hey, es kommt kein Bild! Ton ist gekommen, oder? Und es kommt kein Bild! Aber es hat alles funktioniert. Hey, aber das Gute... Ja. Da kommt noch ein Sinn, als ich einmal in WM oder EM geschaut habe vor ein paar Jahren, so einem Public Viewing, und dann hat es eben viele Leute alle im Umsäckel und dann irgendwie, am einen Ort, die haben auch ganz viele Fernseher gehabt und dann irgendwo so ein Kind rumgesäckelt und der eine ist irgendwie über das HDMI-Kabel gestürzt und das ist wirklich jetzt gerade abgebogen. Also hast du wirklich können einstecken, wirklich alle rumgeschaut und wirklich das Gefühl gesehen, am liebsten hätte das Kind vermöbelt. Das ist nur schnell abdampfen. Und nachher ist wirklich glaube ich, etwa 20 Minuten gegangen, bis sie irgendwo wieder ein HDMI-Kabel auftrieben haben, um das einstecken. Geil, wirklich, das Kind hat sich auch geschämt. Arme Sau, ja. Nein, auf jeden Fall, der Grund, also wirklich, nein, also das hat funktioniert. Wasserdicht ist er, wenn du den richtig installierst, nicht so Redneck Engineer. Aber das Krasse ist vor allem, und das ist mega auffallend, der ist mega hell, oder? Wenn du den kannst du in einem Wohnzimmer rein, hättest du noch einen Sonnenbrand, wenn du mit dem schaust, oder? So ein Abdruck an der gegenüberliegenden Wand, oder? An der gegenüberliegenden Wand, genau. Weil, und das hat sich auch massiv bewährt, vor allem an diesen drei am Nachmittag gespielt. Man hat ihn schon so gestanden, dass die Sonne nicht direkt reinleuchtet, oder? Aber du hast den ohne Probleme können dort vorne einstellen und die Leute sind, die sind begeistert, so, hey, wow, fuck, was läuft? Ich habe gedacht, ja, da der Tag durch und sich. Ich meine, sonst hast du ja immer, das Klassische ist der Beamer. Macht jemand eine WM-Beiz, findet, ja, weißt du, man hat einen Beamer. Und dann kannst du nicht schauen bis um 10 Uhr nachts. Oder? Und dann müssen sie mit irgendwelchen Tüchern und Boxen und so indirekt und so alles Bullshit. Und ich habe gefunden, das hat sich echt bewährt. Weil das hier ist, ich bin ja wirklich, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, mein Fernseher ist irgendwie 10-jährig. Ich bin ab jedem Fernseher erstaunt, was die heute können und so. Aber das hat mich wirklich irgendwie so aus den Socken gehauen. Aber es ist wirklich, du siehst alles. Wie viel hast du gehabt? 55 Zoll? Ja, 55 ist der kleinste.
75. Ich glaube 75 und 85 sogar. Aber die sind dann wahrscheinlich recht, nochmal recht teurer, oder? Ja, teurer und grösser. Und der 55 hat jetzt für die 40 Leute hat es jetzt wirklich gelangt. Vor 10 Jahren wäre es der grösste gewesen. Ich bin dann dort natürlich schon am Jahr. Eine Grösse wäre jetzt vielleicht noch nice gewesen. Aber ja, ich habe ja einem geschenkten Geld, schaut man nicht ins Maul und so. Ein bisschen aufgeregt haben wir ab dem Baschi, der einen Instagram-Post gemacht hat, at Samsung, und einfach dann irgendwie einen 75 oder 85 Zoll Fernseher bekommen hat. Er hat unseren Fernseher gehabt. Ah, oh, der Lump. Ja. Er hat einen Hype gebracht, im Gegensatz zu uns. Also gut. Nein, auf jeden Fall, das hat grumsige Lied. Ja. Das hat sich aber wirklich tatsächlich sehr bewährt, der helle Fernseher. Ich wüsste nicht, ich habe ja keinen Vergleich zu anderen Fernsehs mit Helligkeit und so. Gut, aber du siehst ja, denen, überall stehen ja die immer draußen, weißt du, in diesen Garden Nights, und die sind dann schon okay. Ich habe vor, ich weiß es gar nicht, eben, die letzte WME habe ich bei mir auch im Garten ein Beamer getestet, etwa 3. Und ich habe dann eben auch den Category gesagt, ich teste sie für das, und sie müssen schon ein bisschen lichtstark sein, aber im Fall auch der beste. Ist bei hellem Licht einfach gerade so gegangen. Ja. Also wirklich, einfach, du hast es erkannt. Aber geil ist wirklich, jeder eigentlich erst so ab 9 gewesen. Das ist noch schlimm. Nein, das ist halt das grosse Problem auch immer. Und das sind dann mit dem QLED-Zeug von Samsung, das blendet also, ja. Es geht schon. Ich meine, aber der Beamer, der muss dann einfach 10.000 Stutz kosten. Und die sind einfach alle viel zu schwach gewesen. Also, ja. Ich habe es vermutet und ja, gut. Aber wer in der Market ist für einen 4'000 Franken teuren Fernseher, den man primär draussen braucht, der keinen Ständer hat und keine Wandhalterung, wo du alles musst noch dazu kaufen, dafür ist er wasserdicht und auch ein Dustcover gibt es, aber das kostet dann extra. Nochmal 1'000. Ja, das kostet um 1'000 Stutz. Das ist wirklich so ein Produkt, wo man sich irgendwie an der Goldküste neben dem Pool ist ins Poolhaus reinschrauben. So, in Pool? In Pool reinschrauben. Unter Wasser mit der Taucherbrille. Ja. Genau. Oder wenn beim Duschen willst du Fernsehen schauen, die haben einfach in der Dusche. Ja. Ja, genau. Und auch noch gerade gleichzeitig willst du ein bisschen tannen, ein bisschen brühen. Genau. Das steht noch der Aufwand. Das ist eine gute Idee, das ist noch so eine Marktlücke. Ja. Fernsehen. Unter der Dusche, aber mit Brüner. Ja, das ist einfach immer so nach einer halben Stunde ein bisschen drehen. Grossartig. Also gut, komm, dann gehen wir noch in die Spielecke. Da habe ich noch A Sea of Thieves, A Pirate's Life gespielt. Das ist die Season 3. Und ich bin ein grosser Fan eigentlich von Sea of Thieves. Aber ich habe jetzt das speziell gefunden, um es mal nochmal darüber reden, weil das ist so eine recht grosse Kampagne, die sie jetzt hier eingebaut haben, wo so mit so Crossover zu Pirates of the Caribbean mit Jack Sparrow und so. Und da habe ich muss gar nicht groß Fan sein von dem, aber ich habe irgendwie den Trailer gesehen und es hat nachher eine wirklich geile Quest ausgesehen. Und ich habe jetzt du startest die auch separat. Also sonst startest du irgendwie Adventure-Modus, oder es gibt auch noch andere mittlerweile, aber der Standard-Modus ist einfach so der Adventure-Modus, wo du dann auswählst, kleines, mittleres oder grosses Schiff. Du musst gar nicht mehr irgendwie dich auf deren Insel treffen und so, oder was? Du kannst natürlich das kannst auch alleine oder mit anderen spielen, aber das ist wie ein separater Modus jetzt im Menü, wo Pirates Life heisst, wo du startest, wo du aber schon wieder in dieser bevölkerten Welt bist, aber du startest dann eben so einem gestrandeten Typ oder bei einer Frau, ich weiß gar nicht mehr, die geht dir dann die Quest-Reihe und du hast dann so verschiedene, ich glaube 5, so Journal, und dann kannst du eben die Tales oder in dem Game wählst du immer die Tales aus, die du nachher machst. Und dann musst du mehr anfangen und dann geht gerade auf dem Wasser, siehst schon, ist irgendwie bei so einer Felsformation ist so ein Dimensionstor, so ein grünes geht auf und dann segelst du dort trainieren. Und ab dort ist es nachher instanziert. Das hat es bis jetzt nicht gegeben, Sea of Thieves. Es war ja immer Multiplayer gewesen. Und das ist noch geil, wirst du eigentlich auch nicht gestört. Und dann ist es wirklich, am Anfang fängt es sich an wie so eine Disneyland Ride. Also weißt du, irgendwie, du bist wie so im Land der Toten und dann kommen so die Bötel zu fahren und das erzählt dann auch immer so Dead Man Tell No Tales. So. Und das sagt er dann immer wieder. Und es ist aber wirklich geil gemacht. Du hast nirgends eine leuchtende Laterne, also relativ simple Schalterrätsel, die du machst und dann am einen Ort liest du dann irgendwie einen entsprechenden Totenschädel auf und
Es ist einfach noch eine witzige Geschichte. Es ist nicht irgendwie eine voll komplexe Singleplayer-Story, aber es ist so einfach mal ein etwas anderes. Und irgendwie hat man auch sogar solche Nebenquests zu machen, damit du noch irgendeinen Schatz findest. Und triffst natürlich den Jack Sparrow dann am Schluss. Und das ist, was habe ich gehabt? Vielleicht, ich habe doch fast 2 Stunden gehabt mit der Nebenquest, die ich auch noch gemacht habe. Hast du es allein gespielt? Ja, ich habe es allein gespielt, weil irgendwie die Kollegen gerade irgendwie keine Zeit hatten. Und, aber du könntest dann, ich weiß gar nicht, ob sie einsteigen dann in die zweite. Ich nehme die ja schon, aber es ist natürlich dann ein bisschen doof. Aber ich finde es ist wirklich noch geil. Ich finde, das Spiel ist eh gut gemacht. Das sieht auch jetzt x Jahre, nachdem es erschienen ist, immer noch unglaublich gut aus. Und eben, ich meine, es ist im Game Pass drin und wenn es ja, aber wenn es davor so ein bisschen zu losgelöst war, mit zu wenig klarer Story. Mittlerweile hat es ja, glaube ich, eh schon immer mehr so ein bisschen Quests-Reihen, die ein bisschen komplexer sind. Aber das ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen anderes Level. Und ich habe es wirklich geil gefunden. Das ist schon, ja, einfach urabwechslungsreich, irgendwie, hat ure Laune gemacht. Wirklich geil gewesen. Bei dem Game kommt man immer als erstes da der Streamy, was mal der Aff gehabt haben, wo dann mit mir kotzen hat. Jedes Mal, wenn ich Sea of Thieves höre, kommt man als erster ure Aff in den Sinn, wo man sich kotzen. Was für ein Aff? Stimmt, die haben das. Das ist doch mal Monkey Island rausgekommen, ist, haben doch irgendwie so. Nein, das ist doch da gewesen, voll. Ah, okay. Ja, die haben doch das. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ob es war, bevor es rausgekommen ist oder ob es einfach nachher irgendwo. Aber ja, sie irgendwo haben sie es mal. Ah, meinst du, es ist doch garantiert dort, wo sie die Tiere vorgestellt haben? Da würde ich passen. Ja, genau. Ja. Weil jetzt und dann haben sie so ein Affe, so ein nicht Spielzeug, aber so ein. Auch so ein kleiner, wie heißen die? Ich weiß nicht. Die kleinen Äffli, die ganz kleinen. Oh, der im Friends auch vorkommt, genau so der typische Fernseher. Und dann hat er irgendwie nach 20 oder 30 Minuten im Stream, wo er am anderen auf der Schulter gehockt ist, müssen kotzen, zweimal, voll übers Leib. Und zuerst beim ersten Mal habe ich mein Gesicht in. Das kommt mir jedes Mal in Sinn, wenn ich irgendetwas von Sea of Thieves. Das ist ganz cool. Nein. Die habe ich mir übrigens so auch angeschaut. Die gibt wirklich jetzt Papageien, Hunde und alles Mögliche. Aber die kosten, habe ich gesehen. Du musst entweder so Ancient Coins haben, wo du auf spezielle Art freispielst. Und ich habe irgendwie null. Da brauchst du irgendwie. Und sonst kaufst du es für einen 5 lieber. Finde ich schade. Ich glaube, das steht gesehen, was die Tiere eingeführt haben. Das ist so gut gewesen. Wir haben es an der LAN-Party eben das erste Mal gespielt, aber wir sind irgendwie dann nicht so, weil wir sind dann nachher umgestiegen auf Deep Rock Galactic. Aber Sea of Thieves hat schon eine Laune gemacht, muss ich sagen. Es ist wirklich. Es braucht halt ein bisschen mehr Geduld. Das ist ein bisschen das Problem, finde ich. Ich finde mittlerweile, ich spiele es wirklich fast nicht mehr mit Fremden, weil das ist wirklich so Hit and Miss. Oder? Wenn du merkst, der Start ist und dann sind alle im Umgaukeln und irgendwie, dann findest du, ja, können wir mal irgendetwas machen. Manchmal ist es super speditiv, oder? Macht zack, zack, gehst du dort hin, dann hast du 20 Schatzkisten an Bord und so, dann ist es voll geil. Und darum, mit Kollegen ist es einfach immer ein Abenteuer. Weil es einfach, du erlebst immer einen lustigen Scheiß. Also ich finde, wir sollten jetzt auch mal streamen. Ja, genau, es wäre schon mal, es wäre eigentlich mal ein guter Ding zum vierten Streamen, weil es einfach immer mega witzig, also das ist ja uns dort auch aufgefallen, es ist mega witzig, was das dort für Zeug erlebst und so. Mir ist dann aber eben die Netzwerkkarten abgeschmiert und bin immer rausgefallen und so und dann nachher. Aber es hat richtig Laune gemacht. Ja. Geil, das ist geil. Ja, cool. Habt ihr noch irgendein Game? Nein, aber. Ich habe bereits wieder mal kein Game. Nein, ich kann von letzter Zeit nicht gamen. Ich bin eine Woche aus dem Flusshäusli-Geschichte rausgekommen. Vor letzter Woche habe ich gezügelt. Ich bin massiv unter Gamen irgendwie. Muss wieder mal. Ja, und weißt du, wenn es so schön ist draußen und so, dann finde ich irgendwie auch da. Ich bin gerade am Ding ein bisschen angefressen wieder. Es ist ja im März rausgekommen, das Baseball. Ich bin so ein Baseball-Fan, oder? Das ist Mitte, Ende März rausgekommen, das neue. MLB The Show, oder? MLB The Show, ja, genau. Ich habe ein Interview gemacht mit einem, der die letzte Version gespielt hat, zum Baseballer, der jetzt wegen Corona so. E-Sports-Liga gegründet hat. Und das Neue ist super geil. Also ich habe schon das Alte geil gefunden. Was neu rausgekommen ist, ich habe es ein bisschen schwieriger gefunden irgendwie als das Letzte. Einfach vor allem halt beim Hitting, also beim Schlagen, ist einfach, geht es einfach darum, das Timing, oder?
Ja, voll, ja. Richtig, zur richtigen Zeit und noch in den Ort. Also, weißt du, kommt er genau in die Mitte, kommt er ein bisschen höher, kommt er tief. Und das ist irgendwie nach ein bisschen bei der vorherigen Version, ist es immer nach ein paar Übungsrunden, hast du es eigentlich ziemlich drin gehabt. Es ist dann trotzdem immer noch anspruchsvoll gewesen. Aber jetzt habe ich huere lang gehabt, dass ich weiß nicht, ob es irgendetwas geändert hat, habe ich huere lang gehabt, bis ich reingekommen bin. Und dann ist es irgendwann mal, ist es ein bisschen verleidet, weil der Betting Average, also, weil ich einfach nie etwas getroffen habe, oder? Und dann, aber jetzt hat es mich wieder gepackt und jetzt habe ich es irgendwie draus und es ist wirklich geil gemacht. Ja, das ich habe schon viel Gutes gehört, ja. Das gibt es jetzt für Xbox auch. Aber das ist ja ein Sony-Game. Ja, das ist ja der Clou gewesen. Das ist ja sogar im Game Pass sogar drin gewesen, oder nicht? Ist es nicht sogar im Game Pass gewesen? Ich weiß es nicht. Ich spiele es auf der PS5. Ich habe gemeint, das sei der Clou gewesen, dass es eben, glaube ich, sogar im verdammten Game Pass gewesen ist. Aber ich glaube, es ist ja wirklich das einzige Baseball-Game, das es überhaupt gibt und so. Ja. Und dann ist es noch fully licensed mit allen Teams. Das ist natürlich schon geil. Ja, es hat ja mal andere noch gegeben, aber die haben es einfach nie geschafft. Weil das wirklich einfach so, eben, es ist auch eine geile Simulation, weißt du, halt typisch amerikanisch oder eine riesen Show. Aber du hast dann wirklich das Gefühl, du bist jetzt mit drin und auch jetzt mit dem geilen Feedback von der neuen PS5-Controller. Ah, ja, also, klar, weißt, ja. Wenn du den Ball wirklich voll triffst, merkst du gerade, ob es ein Homerun gibt. Und das ist dann schon, es sind Peanuts, aber einfach all die kleinen Details zusammen, die machen es einfach huere geil, oder? Ja, voll, ja, voll. Und sie haben jetzt auch noch, es gibt, du kannst einfach normale Spiele spielen, aber der Hauptmodus ist natürlich eben entweder online spielen oder da Road to the Show. Also du fängst so klassisch Karrieremodus, fängst irgendwie bei der Double A League an. Dann gehst du in Triple A und dann kommst du in die MLB The Show und es wird dann alles auch so zelebriert, oder der erste Home Run, wo sie nachher gehen, den Baseball holen und dir irgendwie bringen, oder so als Erinnerung. Und dann hast du nachher noch Interviews und so Experten, die sie jetzt reingeschnitten haben. Das ist wirklich geil gemacht. Ja. Bei der Xbox ist es im Game Pass. Okay. In der Cloud und auf der Xbox ist es drin. Ja, das ist schon witzig, wenn du das PlayStation Game noch gratis bekommst, je nachdem. Wie man es sieht, für die Xbox. Ja, aber es ist ein Weg in die richtige Richtung. Ja. Also gut, komm, dann machen wir da Schluss. Genau, das war die 50. Folge übrigens. Wir haben es am Anfang verpasst. Sagen. Unglaublich. Also gut. Ich glaube, wir machen dann zu der 100. machen wir wirklich etwas Grosses, weil es ist tatsächlich so, dass wir die 50. ein bisschen versifft haben. Ich habe bei der 48. gedacht, auf die 50. müssen wir etwas machen, aber bei der 49. nicht dabei gewesen. Und ja, wenn natürlich schnell. Da ich nicht dabei bin, nachher läuft es natürlich nicht. Das ist klar. Und der Ball ist ja nicht. Ist klar, sonst hätte ich da jetzt natürlich noch eine grosse. Nein. Ja, das ist genau immer irgendwie alles urspontan auf der letzten Drücker. Merkt man gar nicht. Ich bin das erste Mal dabei und ich finde es super professionell. Nein, also komm, wenn ihr Inputs habt, eben podcast.digitec.ch oder auf unserem Discord, dann sind wir auch immer fleissig am Schreiben. Und wirklich eben, genau, Fragen, wirklich, Ich habe noch eine Rückmeldung, die kommt mir jetzt noch schnell in den Sinn. Und zwar haben wir in der vorletzten Folge über 3D-Audio geredet und da hat mir jemand ein Mail geschickt. Und er sagt, es ist ein bisschen so wie bei der Sitzheizung im Auto, wenn man das noch nie gehabt hat, dann vermisst man das nicht, das 3D-Audio. Und auch er sagt, das ist der Jonathan DeFago, dass natürlich normal abgemischte 2D-Audio oder normal abgemischte Stücke nicht mit AI irgendwie können 3D werden, aber wenn man dann wirklich nur für 3D-Audio abgemischtes Lied hat, dann sagt das schon sehr eindrücklich und so. Und das mache ich sehr viel Spass, weniger auf den Kopfhörer als viel mehr, wenn man noch eine 3D-Heimkinoanlage hat, wo ein bisschen besser ist und so, dann sage ich es wirklich, das sage ich wirklich dann ein richtiges Experience. Also danke mal fürs Mail. Also wenn das Jonathan wirklich ist, wie eine Sitzheizung, dann nein, danke. Also, ja, eben, aber dann ist es wie eine Sitzheizung, okay. Du findest Sitzheizung nicht geil, ich finde es der Shit im Winter, oder? Eine Sitzheizung für die Ohren ist es dann viel. Eine Sitzheizung für die Ohren. Oder eine Sitzheizung.
wärst du in der Market für einen Sitz. Oh, ja, das wäre hure geil, ja. Das gibt es schon, bei so der Mercedes. Ja, ja, gut, die haben dann einfach einen Ledersitz drin. Also ja, verstehe. Ledersitz und der Blaster irgendwie noch 18 Grad kalte Luft an Arschan. Du hast die Nasenentzündung nach irgendwie 3 Kilometern. Ja, ja, sicher. Ja. Draußen ist 40 Grad. Ja. Also komm, schreibt uns Pro- oder Contra-Sitzheizung. die Sendung mit der Sitzheizung ist jetzt genau, wir werden es nächste Folge aus. Also, danke fürs Mitmachen. Tschüss miteinander. Gut. Also, bis dann. Ciao zusammen. Thank you.